Soll ich mit dir reden? Hallo, Kerlchen. Ah, das ist irgendwas Interessantes. Gucken wir da auf welchen Seiten er da. Mr. Miles, setzen Sie sich auf den Animus. Okay, Entschuldigung. Ich war ja nur neugierig. Ich war nur neugierig, tut mir leid. So. Wie mache ich das? Gut. Er soll es doch setzen und nicht legen. Eieiei. Die verwirren mich ganz. Sie haben gesagt, ich soll mich setzen und jetzt lege ich mich und jetzt bin ich verwirrt. DNA-Gedächtnis. Gesperrt. Fortsetzen. Was? Achso. Ah, okay. Hier kann man jetzt fortsetzen. Wir sind bereit. Animus verlassen. Ja. Ist ja eigentlich schön, die Aufnahme beenden können. Aber. Ja. Animus verlassen wäre quasi ins Hauptmenü gehen. Also. Letzte Erinnerung laden. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern an. Okay, mach ich. Wenn du das möchtest, mach ich das auch. Ich lebe. Aber ich sah euch zustoßen, fühlte die Umarmung des Todes. Ihr saht, was ich euch sehen ließ. Und dann fielt ihr in den Schlaf der Toten. Der Ungeborenen. Auf das ihr erwachen würdet und wiedergeboren. Aber warum? Erinnert ihr euch, Altair? Wofür die Assassinen kämpfen? Frieden in allen Dingen? Ja, in allen Dingen. Es ist nicht genug, die Gewalt zwischen den Menschen zu beenden. Es geht auch um den inneren Frieden. Das eine geht nicht ohne das andere. So sagt man. So ist es. Aber ihr, mein Sohn, habt den inneren Frieden nicht gefunden. Dies zeigt sich auf schändliche Weise. Ihr seid arrogant und hochmütig. Aber habt ihr nicht immer gesagt, dass nichts war und alles erlaubt ist? Ihr versteht die wahre Bedeutung dieser Phrase nicht, mein Kind. Sie erlaubt euch nicht zu tun, was euch gefällt. Es ist eine Lehre, die eure Sinne leiten soll. Sie setzt eine Weisheit voraus, an der es euch mangelt. Was soll nun aus mir werden? Ich sollte euch töten für das Leid, das ihr uns zugefügt habt. Malik hielte es für angemessen. Euer Leben für das seines Bruders. Aber es wäre eine Vergeudung meiner Zeit und eures Talents. Ihr werdet sehen, dass ihr eure Besitztümer verloren habt. Und euren Rang. Ihr Was? Seid ein Novize. Wieder Nein. ein Kind. So wie an dem Tag, an dem ihr unserem Orden beitratet. Ich biete euch Gelegenheit, euch reinzuwaschen. Und euch den Weg zurück in die Bruderschaft zu verdienen. Ihr habt schon etwas geplant? Zuerst müsst ihr beweisen, dass ihr euch erinnert, wie man Assassine wird. Ein wahrer Assassine. Also soll ich ein Leben nehmen? Nein. Jetzt noch nicht. Zunächst werdet ihr nur ein Schüler sein. Das ist nicht nötig. Andere jagten eure Beute für euch, aber von heute an werdet ihr eure Beute selbst zur Strecke bringen. Wenn ihr das wünscht? Das ist es. Dann sagt mir, was ich tun muss. Wir wurden betrogen. Jemand hat Robert de Sable geholfen. Einer von uns. Ihr müsst ihn finden und hierher bringen, um ihn zu verhören. Was könnt ihr über den Verräter sagen? Ah, das ist der Punkt. Mehr werde ich euch nicht sagen. Der Rest liegt bei euch. Ja, das ist ja sehr nett von dir. Ja, also unsere Waffen wurden alle abgenommen. Sie wurden degradiert, da steht's. Schwert verloren, versteckte Klinge. Was? Die auch? Kurzschwert, Konterkills sind weg. Wurfmesser sind weg, ist alles weg. Rempeln, Vorsprung greifen. Kann ich auch nicht mehr machen. Kann ich überhaupt noch irgendwas machen? Ach, leck mich doch. Schöner Teppich. Hier, komm, ich rede mal mit dir. Ich will meine Sachen wieder haben. Komm, es war doch. Nein, ich kann nicht zu dem gehen. Verdammt. Egal. Also ihr seht auch diese. Ich sag jetzt mal. Lebensanzeige, ist ja diese Synchronitätsanzeige oben, wenn die ja verbraucht ist, dann bin ich ja tot. Die ist jetzt auch ein bisschen kürzer geworden. Nur so ein kleines bisschen. Ja gut, dann müssen wir jetzt halt ohne Fähigkeiten den nächsten Auftrag halt erfüllen. Was haben wir für eine Wahl? So, hier blinkt irgendwas, da gehen wir jetzt hin. Ihr seid alle schuld, ihr seid alles Verräter, Mensch. Ihr hättet mich doch irgendwie mal unterstützen können. Friede sei mit euch, Altair. Ihr steht Nein. mir im Weg. Ja. Al-Mualem bat mich, euch zu helfen. Euch zu erinnern, wie wir unsere Beute machen. Ich weiß, wie es geht. Das mag sein, aber
Ich muss meinem Befehl folgen. Dann beeilt euch. Ja, wir haben viele Fertigkeiten zur Wahl. Ja, ja. Wir können lauschen, stehlen oder Gewalt einsetzen, um einzuschüchtern. Ihr erinnert euch. Dann mische ich mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Ja, beginnt auf dem Marktplatz des Dorfes. Dort haben wir den Verräter zuerst entdeckt. Ihr wisst, wer es ist? Mag sein. Gebt mir einen Namen und bringen wir es hinter uns. So funktioniert das nicht. Geht. Und denkt daran, auf dem Marktplatz des Dorfes zu beginnen. Okay. Machen wir alles, was du sagst, Kumpel. Alles, was du sagst. So, dieses Symbol hat sich ein bisschen geändert. Das heißt, wir müssen mit einer Person sprechen, offenkundig. Schätze ich mal. Dieses Symbol, was wir da sehen. Naja, machen wir. Lauf mal ein bisschen rum, ne? Ja, was ich schon mal angesprochen hatte, ich bin absoluter Fan dieser Serie. Dieser Spielereihe. Wahrscheinlich werden sich ein paar fragen, ja, wenn der Kerl die Gegenwartssequenz langweilig findet, warum spielt er das überhaupt? Ja, weil einfach diese Sequenzen hier, also in der Vergangenheit, sei es jetzt hier oder in den späteren Teilen halt immer in verschiedenen Standorten, das ist einfach nur, es macht einfach nur tierisch Spaß, das ist einfach nur gut. Also, ja, der erste Teil wurde so ein bisschen verpönt, rückblickend, weil er ziemlich, ja, weil immer alles dasselbe sei, so der O-Ton der Leute, aber gut, ihr könnt euch ja selbst von überzeugen jetzt. Bank. Ich will mich gerne auf der Bank setzen. Ach da! Ich hab nix. Ah, ich muss mich mal setzen, ich bin alt. So. Ich weiß, was ich sah. Masun öffnete das Tor. Er ließ die Templer herein. Das müsst ihr Al-Mualim berichten. Ich kann nicht. Masun war nicht alleine. Jemand in der Festung hat ihm geholfen. Wie kommt ihr darauf? Er tauscht Briefe mit jemandem aus. Der Korbmacher überbringt sie für ihn. Das ist kein Grund zu schweigen. Ah, aber der Korbmacher hat ihm direkt vor dem Angriff einen Brief übergeben. Mich deucht, er enthielt den Befehl, das Tor zu öffnen. Dann sprich mit dem Korbmacher. Er kann Masuns Komplizen benennen. Er ist verschwunden. Versteckt sich aus Angst, hineingezogen zu werden. Wahrscheinlich hat er sich in seine eigenen Körbe verkrochen. Okay. Den Kopflechter finden. Gedächtnis Abschnitt 2. Aha, ihr seht, wir haben da in dieser, diesem Gerüst, sag ich mal, haben wir jetzt einen Teil aufgefüllt. Ja, ui. Und ja, wenn wir alle aufgefüllt haben, alle Gerüste, dann haben wir das Spiel irgendwann durch. Sozusagen. Kurzfassung. Gehen wir mal hier lang. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Den Kopflechter, wo der sein könnte. Aha. Ich denke mal, er flechtet wahrscheinlich ein paar Körbe. Ah, okay. Ah. Bitte, nur einen. Wir haben bei dem Angriff alles verloren und nun haben wir keinen Platz für unser Getreide. Ich kann jetzt nicht. Habe zu tun. Ist das wegen dem Brief? Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. Naja. Soll ich schon mal ein bisschen in den Felsen an? Wenn er sich nicht bewegt. Aha, okay. Das ist dann auch eine... Ja, ich hätte fast gesagt Neuerung. Also in den späteren Teilen, da konnte man nämlich... Warte, ich komm. Hab ich? Geht doch. Naja, Masu nahe der Zypresse finden, machen wir. Da, wo ist mein Geld? Menschenskind, das kann nicht sein. Gut, alles klar. Auftrag erfüllt. Also auf jeden Fall geht's doch, während die laufen. Gut, alles klar. Weil in späteren Teilen geht es ja auch, während die laufen, die Kerle. Von daher habe mich das ein bisschen gewundert. Wir stehen auf der Schwelle zwischen dieser und einer neuen Welt. Einer besseren Welt, in der alle Menschen gleich sind. Aber Männer wie Al-Mualim möchten diesen Traum zerstören. Der heutige Angriff war nur der erste. Mehr werden folgen, bis ihr bereut. Gebt eure verschlagene Lehre auf. Erhebt euch gegen den Verrückten von Masyaf. Durchschaut seine Lügen.
Genau. So, Befragung. Folgen Sie dem Despoten an einen abgelegenen Ort und schlagen Sie ihn, um ihn zum Reden zu bringen. Ja gut. Ich habe sonst eh keine Waffen. Also laufe ich auch nicht gefallen, aus Versehen zu töten. Ja. Na, ich bin mal unauffällig. Ich spreche nur ein kleines Gebet. Warum sollte er allein an einen abgelegenen Ort gehen? Warum sollte er dies tun? Naja. Hey, Kumpels. Okay, ich wollte nicht stören, sorry. Ah, wahrscheinlich will er ein bisschen was verticken. Ah, ich kenne ihn doch, den Fuchs. Das ist ein Fehler gewesen. Ich will kontern. Genug, genug. Ich beuge mich. Dann sprecht geschwind. Ich habe kein Interesse an euren Spielchen. Warum habt ihr uns betrogen? Und in wessen Dienst steht ihr? Wir dienen den Templern. Das solltet ihr auch. Ihre Sache ist gerecht. Wir? Jamal, er hat mir von ihren Plänen erzählt, bat mich, das Tor zu öffnen. Ihr habt uns verraten. Uns, die euch einen Bruder nannten und euch Schutz gewährten. Ich tat, was ich für richtig hielt. Und wenn ihr mich dafür töten müsst, so sei es. Ich fürchte den Tod nicht. Es ist nicht an mir, euer Schicksal zu entscheiden. Al-Mualem wird richten. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Gut, da haben wir den Typ gefunden. Man haben die Wahrheit rausgebrüllt. Die Bruderschaft verraten und dem Feind die Tore geöffnet zu haben. Was entgegnet ihr diesen Vorwürfen? Ich leugne nicht. Ich bin stolz auf meine Tat. Ich bereue nur, dass ich scheiterte. Ich gebe euch Gelegenheit, Reue zu zeigen. Dem Bösen in eurem Herzen zu entsagen. Es ist nichts Böses in meinem Herzen. Nur Wahrheit. Ich bereue nichts. Dann werdet ihr sterben. Okay. Ihr habt euch bewährt, alter ihr. Und erneut das Recht erworben, eine Klinge zu tragen. Was wird aus dem, der ihm geholfen hat? Das bleibt abzuwarten. Manche tun Böses aus Furcht oder Unwissenheit. Diese Männer können gerettet werden. Andere leiden unter kranken Vorstellungen. Ihr Geist ist verdreht und vergiftet. Diese Männer müssen vernichtet werden. Bald schon werden wir wissen, zu welcher Sorte Jamal gehört. Dann habe ich eure Prüfung bestanden. Was nun? Oh, mein Kind. Wir haben gerade erst begonnen. Ich habe eine Liste mit 9 Namen drauf. 9 Männer, die sterben müssen. Es sind Unheilsstifter, Kriegstreiber. Ihre Macht und ihr Einfluss zerstören das Land und lassen den Kreuzzug andauern. Ihr werdet sie finden, sie töten. Wenn ihr dies tut, sät ihr die Saat des Friedens. Für das Land und für euch selbst. Auf diese Weise könnt ihr euch reinwaschen. 9 Leben im Tausch für meines. Ein großzügiges Angebot, wie ich finde. Habt ihr noch Fragen? Nur, wo ich anfangen soll. Nun gut. Reitet nach Damaskus. Sucht den Schwarzmarkthändler namens Tamir. Lasst ihn den Ersten sein. Besucht den Verbindungsmann, wenn ihr dort ankommt. Ich schicke einen Vogel, der den Rafik von eurer Ankunft unterrichtet. Ihr werdet sehen, er hat euch viel zu bieten. Wenn ihr das für das Beste haltet? Das tue ich. Und ohne seine Zustimmung könnt ihr eure Mission nicht beginnen. Was soll der Unfug? Ich brauche seine Erlaubnis nicht. Das ist Zeitverschwendung. Es ist der Preis, den ihr für eure Fehler zahlen müsst. Als Fedai steht ihr nicht nur mir Rede und Antwort, sondern der ganzen Bruderschaft. So sei es. Nehmt eure Ausrüstung und geht. Beweist, dass ihr uns noch nicht ganz verloren seid. Jo, machen wir. Okay. Klingt gut, ne? So, wir haben unsere Klinge wieder. Wir haben einen Strich mehr an dieser Synchronisationsleiste. Ja. Super. Eine Waffe erhalten. Schwert rechts. Versteckte Klinge oben. Kann ich noch nicht auswählen. Sie können hoch trainieren. Als Klärchen. So, ich würde aber jetzt mal die Aufnahme beenden.
Achso, weil ich vorhin noch sagen wollte, dass wir jetzt die Wahrheit aus dem Typ rausgeprügelt haben. Weil es kam eigentlich, es kam nur ein Brühl aus mir raus. Ich wollte aber prügelt sagen, aber ich wurde ja unterbrochen von dem Typ. Gut, ich würde jetzt an dieser Stelle die Aufnahme beenden. In der nächsten Aufnahme werden wir uns in den Hof begeben, werden dort ein kleines Kampftraining machen. Hier sehen wir schon den Typ. Wir sehen nicht wirklich da unten. Oder? Ist es der? Nee. Oder was? Ah, keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall ist da ein Typ, der wird dann mit uns kämpfen wollen. Ist ja unsere Aufgabe, unsere aktuelle. Und ja, ich würde dann erstmal sagen, vielen Dank für euer Interesse. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte leider nicht wirklich viel machen, was mit einem Let's Play zu tun hat. Sprich, viel labern, weil einfach 80% bestand bisher aus Geschwätz. Und das ist nicht leicht zu Let's Playen, weil man kann einfach nichts machen. Weil Geschwätz könnt ihr euch auch in irgendwelchen Sequenzen angucken, da braucht ihr keinen Space schauen. Also. Aber gut, ich weiß nicht, wie ich es sonst lösen soll. Ich kann den Leuten hier nicht den Mund verbieten, leider. Na egal, auf jeden Fall danke für euer Interesse. Ihr dürft sehr gerne mal was kommentieren, Feedback technisch, wie ich so, also wie ihr mich so findet, beziehungsweise meine Spielweise etc. Anmerkungen, positives, negatives Feedback, wie auch immer. Ihr dürft auch sehr gerne kommentieren, ob ihr in den Film geht. Das würde mich auch mal interessieren. Ich gehe auf jeden Fall in den Film. Ich gehe mit dieser angesprochenen Person in den Film, die sich das Let's Play gewünscht hat von mir. Und ich weiß auch, dass sie mit Argus-Augen mich jetzt beobachtet, wie ich hier so meine Spielweise vorantreibe. Weil sie ist halt eine Assassin's Creed-Kennerin und ich glaube, sie wird wahrscheinlich die ganze Zeit Tränen weinen, weil ich mich hier so doof anstelle. Na egal. Auf jeden Fall, danke für euer Zusehen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und würde sagen, bis dahin. Tschüssi!